Herzlich willkommen zum FC Stammtisch. Welcome back in Gafflandom. Wir sind wieder da, wo wir hingehören. Danke für den warmen Applaus, das tut uns natürlich allen gut und gerade nach dem letzten Spiel, was, naja gut, wir haben einen Punkt geholt, so kann man es positiv sehen, aber wir werden natürlich über dieses Spiel noch lange sprechen, wir haben heute viel Zeit, um mit unseren Gästen zu reden. Bevor wir das tun, möchte ich kurz nochmal darauf verweisen, das ist auch für unsere Zuschauer sozusagen an den Bildschirmen auf YouTube, dass wir heute präsentiert werden, also dieser Stammtisch von der Edition Stefan mit dem wunderbaren Heinz-Flohe-Buch. Der mit dem Ball tanzte. Das Buch und den Film kann ich also wirklich nur wärmstens ans Herz legen, auch wenn jetzt gerade der Kollege mir im Bild steht. Aber ich werde trotzdem mal kurz zeigen. Alles kein Problem, ist alles live. Kein Thema. So, hier soweit das Buch. Dem Film sieht so ähnlich aus, aber es sind zwei völlig unterschiedliche Produkte. Ich kann euch wirklich nur wärmstens empfehlen, ihr seid ja alle FC-Fans, euch da mit zu befassen, weil das ist wirklich ein ganz tolles Buch und vor allen Dingen dazu auch der Film. Und ja, danke. Jetzt grüßen wir unsere Gäste und zwar ist das jemand, den ich eigentlich gar nicht lange vorzustellen brauche. Ich tue es natürlich trotzdem, weil der Mann ist Bundesliga-Legende, kann man durchaus so sagen. Rekordtrainer, Rekordspieler sozusagen der Bundesliga. Auch mit dem FC ist er schon aufgestiegen. Herzlich willkommen, Friedhelm Funke. Nachdem der FC-Stammtisch ja auch sein Comeback hier gibt, haben wir heute noch einen Comebacker hier, nämlich jemand, der längere Zeit in der Sportredaktion war, des Kölner Stadtanzeigers, dann auf einmal im Lokalbereich verschollen war, jetzt wieder aufgetaucht ist als ja, stellvertretender Leiter der Sportredaktion, unser Freund Christian Löhr. Viele kennen ihn unter dem Pseudonym, wir waren klar besser und das war sein Job. Wieder geführt haben, egal ob wir 3 oder 4-0 verloren haben, wir waren immer klar besser. Ja, dann wollen wir natürlich auch einen Fan in der Runde begrüßen und der Mann hat ja eigentlich die höchste Position von uns allen, er ist nämlich Präsident, Präses sozusagen, in dem Fall von einem FC-Fanclub, die Millennium Geisböcke. Ich habe auch das Vergnügen, bei dem beizutreten, also er ist sozusagen mein Präsident, Stefan Fett, herzlich willkommen. Und last but not least, unser Mann fürs Grobe, in dem Fall, er hat sich selbst immer so bezeichnet, jedenfalls auf dem Platz. Hier ist immer der Mann fürs Feine, nämlich in dem Fall für die Feinanalysen. Er ist zwar HSV-Fan, aber dem FC absolut wohlgetan sollen. Unser Thomas Wagner von Sky. Herzlich willkommen, Thomas. Ich soll eigentlich nicht so lange reden, deswegen höre ich jetzt auch auf und Friedhelm Funke trinkt gerade noch am Kölsch, bin ich vernünftig. Weil jetzt kommt eine Analyse, knallhart, und ich bin gespannt. 0-0 gegen Hoffenheim hat der FC jetzt, sag ich mal, den Negativtrend gestoppt und ein positives Erlebnis gehabt, oder waren es eher zwei verlorene Punkte? Also ich finde nicht, dass der FC im Moment in einem Negativtrend ist. Ich meine, der FC hat jetzt nach 11 Spielen 15 Punkte, das ist ordentlich, das ist ja, ein Stück weit sogar gut. Aber am vergangenen Wochenende haben sie schon 2 Punkte verschenkt. Das muss man einfach sagen, aufgrund der Tormöglichkeiten, die sie gehabt haben. Sie haben klare Tormöglichkeiten gehabt und sie haben es leider versäumt, da Tore draus zu machen. Die Hoffenheimer selber haben ja durch eigene Fehler ihren Teil dazu beigetragen, dass vor allen Dingen auch Modest, Rosina, dass sie klare Tormöglichkeiten gehabt haben. Aber sie sind einfach am Baumann gescheitert und dann muss man auch mal mit dem 0-0 leben. Das ist schade. Aber ich glaube nicht, dass das ein Beinbruch ist. Kein Beinbruch, sagt der Friedhelm Funke. Ich gehe jetzt mal recht zum Christian, da haben wir doch die Reihe schon durch. Dennoch bleibt so ein bisschen fader Beigeschmack. Man weiß ja gar nicht, welche Finger das Spiel einordnen soll. Wie hast du es für dich getan? Also ich habe mich wahnsinnig geärgert, kann ich glaube ich so sagen. Ich habe mich geärgert, dass eben diese ganzen Chancen nicht genutzt wurden. Ich habe mich wahnsinnig über die Hoffenheimer geärgert, die in Köln auftauchen. Waren welche da? Naja, also auch im Klassenerhalt haben wir gestanden und haben 90 Minuten noch Zeit gespielt und haben Fehler gemacht ohne Ende. So, das heißt, also ich habe mich einerseits geärgert, dass man gegen eine Mannschaft, die so viele Fehler macht, nicht gewinnt. Und andererseits, dass dieses Zeitspiel, dieses Bälle auf die Tribüne knallen, dass das
Wenn Darmstadt das macht, finde ich das gut und richtig, dann ist das irgendwie deren Art zu überleben der Liga. Wenn Hoffenheim sowas macht, da haben mir echt die Worte gefehlt. Wir haben die Worte gefehlt, das wird relativ selten, kommt relativ selten vor. Auch der Thomas sieht nicht so aus, als wenn er oft die Worte verliert. Ich meine, du hattest jetzt auch ein Hannover-Erlebnis, da kommen wir vielleicht auch noch auf den Schnellverkehr. Also, wir sitzen da sozusagen in einem Boot, aber zum FC zurück. Ich meine, hast du ein bisschen mehr erwartet von diesem Spiel und, oder ist das so typisch, weil Lübsdeben auf der anderen Seite ist und dann steht nochmal die Null? Ja, da ist sicherlich einiges zusammengekommen. Das ist ja auch gerade schon bei den Kollegen angeklungen. Das ist natürlich ein Spiel, was du im Vorhinein, wenn du sagst, Hoffenheim kommt von der Tabellensituation, sagst du, eigentlich müssen wir es gewinnen. Auf der anderen Seite hat Hoffenheim sicherlich Qualität. Wie das Spiel läuft, musst du das Spiel auch gewinnen. Da kommt vieles zusammen, Chancenbewertung, Schiedsrichterentscheidungen. Was im Moment so ein bisschen, ja, vielleicht Anlass zur Sorge gibt, ist, am Anfang der Saison, wenn wir mal ganz ehrlich sind, hat der FC auch nicht überragend gespielt, hat aber diese Spiele gewonnen, ob in Stuttgart, ob gegen meinen Verein, ob gegen Gladbach, also enge Spiele gewonnen. Und jetzt ist es so, das habe ich schon gesagt, Friedhelm, ich habe meinen Verein gesagt. Ja. Und jetzt kommen so Spiele wie gegen Hannover, wo sie gut anfangen, wo sie dann dieses Gegentor total aus dem Tritt bringt. Jetzt gegen Hoffenheim, gegen eine massierte Abwehr. Und ich habe so im Moment das Gefühl, 15 Punkte bin ich bei Friedhelm, ist gut. Aber die Mannschaft hat eigentlich bislang überhaupt noch nicht ihr volles Leistungspotenzial abgerufen. Bis vor drei Wochen konnte man sagen, wenn man ohne es abzurufen so viele Punkte hat, das ist richtig stark. Jetzt ist so ein bisschen das Problem, wenn man überlegen ist, nutzt man es nicht. Und irgendwie so durchgehend zwei, drei richtig Top-Spiele am Stück habe ich noch nicht gesehen. Das ist vielleicht so ein bisschen auch was, was die Leute vielleicht im Moment so ein bisschen unsicher werden lässt. Da fragen wir nochmal den Fan, Stefan. Du bist natürlich dann mit heißen Herzen wieder dabei gewesen, warst im Stadion und durftest dir das dann ansehen. Und naja, was bleibt denn jetzt für dich über? Also, vielleicht auch mal zur Aufstellung, wenn du jetzt so siehst, dass ein Rosina jetzt in der Mannschaft ist und dann sozusagen eine Doppelspitze mit Modest dann letztendlich auf dem Platz steht, haben die dich in deinen Augen jetzt enttäuscht, weil sie dich getroffen haben, oder war da durchaus Ansätze drin, wo du sagst, okay, das könnte passen, die müssen wir treffen? Also ich bin erstmal am Samstag nach dem Spiel nach Hause gefahren und wusste erstmal gar nicht, wie soll ich es jetzt einschätzen und wie soll ich es jetzt einordnen auch im Prinzip. Also gut fand ich, dass sie wirklich alles unternommen haben, gekämpft haben, auch gegen trotz defensive Hoffenheimer Mannschaft sich viele Torschancen erspielt haben. Das Tor fehlte im Endeffekt, aber es war gut zu sehen, dass endlich mal gegen defensive Mannschaft Torschancen kommen. Im Endeffekt muss ein Ding davon sitzen. Also wenn ich sehe, was Modest allein für Torschancen hatte, da hätte der Anfang der Saison ein bis zwei Tore locker von reingemacht. Rosina fand ich auch überraschend, dass er gespielt hat, aber ich fand es gut, weil mir fehlte bisher auch vorne im Sturm immer so ein zweiter Brecher im Prinzip. Das heißt, wenn über außen gespielt wird und die Flanke kommt, weiß jeder Abwehrspieler, der geht, wenn auf Modest, weil sonst ist da vorne kein Kopfball stärker. Fand ich gut, dass er den Rosina mal gebracht hat. Er war jetzt noch ein bisschen blass, hat sich zwar auch bemüht und aufgerieben, aber war noch ein bisschen blass, noch Luft nach oben, aber ich fand es gut, dass er ihn spielen lassen. Dann nochmal den Trainer fragen, in dem Fall Friedhelm Funkel. Ich meine, auf einmal sind dann doch zwei Spitzen, also vor allem, weil Rosina ist ja eigentlich auch ein Strafraumspieler. Und mit Modest, hat sie da nicht erst Bedenken, könnte das überhaupt passen oder passen die schon zusammen? Der eine ein bisschen groß, der andere eher so ein Wendiger. Wählen Sie die beiden? Ja, ich glaube schon, dass das passt. Der Rosina hat ja auch in der Vergangenheit in Österreich eine Reihe von Toren gemacht, auch unter Peter Stöger. Und er hat jetzt, wie lange ist er hier? Ein halbes Jahr, knapp ein halbes Jahr, hat eine Eingewöhnungsphase gebraucht und ich bin dabei hier, dass er irgendwann nochmal seine Chance bekommen muss. Und wenn man weiß, dass Hoffenheim von Grund auf her sehr tief steht, sehr defensiv steht, was auch gar nicht anders im Moment wahrscheinlich bei denen geht. Die haben so viele Gegentore bekommen, jetzt ist der Hüb da, Hüb versucht das natürlich erst mal von hinten aufzubauen. Da ist es schon wichtig, dass man vorne zwei Spieler hat, die sich dort im und um den Strafraum herum bewegen, mit Osako, der ja über die rechte Seite, glaube ich, gekommen ist, der auch als Angriffsspieler genannt werden kann, dann war das schon richtig. Und wenn sie die Tormöglichkeiten genutzt hätten, dann wäre ja auch alles okay gewesen. Und es gibt aber nun mal solche Spiele oder auch das eine oder andere mehr in der Saison, wo man einfach nicht trifft, obwohl man vorher gerade Modest, der ja im Vorfeld schon einige Tore gemacht hat, einige vorbereitet hat,
Aber der wird auch wieder treffen und Rosina wird auch wieder treffen. Also da mache ich mir überhaupt keine Gedanken. Ich bin ja auch nach wie vor eng am SC dran und wünsche mir natürlich, dass sie dort, wo sie jetzt stehen, am Ende auch stehen werden. Vielleicht noch, wenn es richtig gut läuft, ein bisschen besser. Das wird aber schwer. Aber als Tabellenneunter, das ist schon fantastisch im zweiten Jahr. Überhaupt nichts mit Abschiedsgefahr zu tun zu haben, genau wie im letzten Jahr. Das wäre ein weiterer Fortschritt. Und ich finde, dass der FC auf einem guten Weg ist. Okay, das nehmen wir natürlich gerne mit. Stefan meldet sich. Oh, besser Attentate. Nein, häng einfach drüber. Stefan, lass uns nicht. Also noch zum Thema Rosina und generell Stürmer Köln. Also ich kann mich an Jahre erinnern, wo ich ins Stadion gegangen bin, habe die erste Aufstellung gesehen, habe mir gedacht, gut, könnte was werden heute. Wenn ich dann aber die Ersatzbank gesehen habe, habe ich mir sofort gedacht, wenn die Stürmer es heute nicht bringen, wen wir da noch vorne reinschmeißen? Und jetzt haben wir nach Jahren endlich mal wieder, finde ich, vorne Stürmer, wo man jeden locker mal reinschmeißen kann. Wir haben einen Toller, den man noch bringen kann, einen Rosina, den man noch bringen kann. Wir haben einen Fehler, den man noch locker bringen kann. Also da ist vorne endlich mal wieder auch Qualität in der Breite, wo ein Stürmer mal schlecht spielen kann, man bringt halt einen anderen. Das finde ich nach Jahren endlich wieder positiv. Wobei ich schon sagen muss, mit der Sturmqualität bin ich d'accord. Modest hat dann im Moment so ein bisschen die Phase, ich habe auch das Gefühl, er setzt sich so ein bisschen selbst unter Druck. Er hat die ersten 5-6 Spiele getroffen und dann war dieses Heimspiel gegen Hannover, haben wir auch schon drüber gesprochen, wo er so ein bisschen in der zweiten Halbzeit aus dem Ruder gelaufen ist nach der Fehlentscheidung, da so fast angedeutete Tätigkeit. Ich habe das Gefühl, er setzt sich jetzt im Moment ein bisschen zu sehr unter Druck. Und ich bin ja der größte Befürworter von Peter Stöger, weil ich immer sage, der entwickelt Spieler weiter. Aber das, trotz des ganzen Offensivpotenzials, was da im Moment da ist, im Moment sehe ich jetzt noch nicht so gerade in dieser Phase diese Weiterentwicklung, die ich mir auch versprochen habe, von Bittencourt und von Jujic, dass du halt so einen defensiven Gegner wie Hannover oder Hoffenheim dann irgendwann auseinandernimmst. Wenn sie in den 90. das Tor machen, sitzen wir alle hier und jeder liegt sich in den Armen. Aber grundsätzlich finde ich, die Mannschaft ist reifer, aber spielerisch hakt es im Moment doch. Da bin ich mal gespannt, ob der Christian das bestätigen kann oder ob er vielleicht noch andere Sachen gesehen hat. Ich komme nochmal auf diese Rosina-Sache zurück, weil ich habe mich schon gewundert, warum das nicht schon früher passiert ist. Ich wollte noch kurz zu Modest sagen, ich habe mich total überrascht. Der kommt mir extrem cool vor, auch wenn er so am Geißbockheim rumläuft, so extrem gelassener, großer, cooler Typ. Und der hat ja wirklich nach dem Spiel gesagt, ich bin nervös. Und ich bin wirklich fast unklar. Ich dachte, wie du bist nervös, das passt halt nicht. Wenn du aussiehst, du kannst doch nicht nervös. Genau. Wenn ich so aussehe, bin ich nie nervös. Aber es war natürlich, das Gute ist, er versucht es immer. Er versucht dann wirklich die schwersten möglichen Bälle. Er hat ja dann auch dann dieses Ding, was er mit rechts Richtung Winkel schnänzen will. Wo man denkt, oh, geht doch drei Schritte und schiebt durch die Beine. Aber er macht es halt dann schon spektakulär. Hält er auch schon fest. Also eigentlich das Vertrauen scheint er zu haben, aber er ist nervös. Was die Qualität angeht, Man darf nicht vergessen, wer alles gefehlt hat. Also Bittencourt nicht von Anfang an, dann Kowski, Zoller, Gerhard in der Form, in der er zuletzt so langsam kam. Das ist dann, glaube ich, auch schwierig zu ersetzen. Als Nagasawa in der ersten Elf stand, habe ich mich gefragt, okay, mit Jovic, da scheint der Trainer nicht das große Vertrauen zu haben zur Zeit. Also ja gut, die Frage ist, warum ist der in Köln der Jovic? Ne? Warum der Champions League gespielt mit Dortmund? Der FC kauft Borussia Dortmund keinen Champions League Stammspieler weg gegen den Willen der Dortmunder. Also offenbar war der ja zu kriegen, offenbar gibt es Gründe, warum Dortmund die hat gehen lassen. Das ist halt ein Spieler, wo der Trainer wirklich sagt, den muss ich hinkriegen. Wobei ich, also wenn man sich ein bisschen noch umhört, bis in Dortmund, der kam ja damals Raketenstart, ich glaube, der hat in der Rückrunde damals 10 Spiele, 4 Tore, habe ich gedacht, Mensch, ist der stark. Und man hat aber schon im letzten Jahr aus Dortmund gehört, muss man immer vorsichtig sein, dass irgendwann natürlich auf so einen jungen Mann rastet da noch einiges nieder, der kommt dann irgendwie in die Bundesliga. Da war vielleicht der Fokus auch nicht mehr ganz so auf dem Training, auf dem Spiel. Da waren andere Sachen vielleicht auch ein bisschen wichtiger. Und jemand wie er, um überhaupt in die Situation zu kommen, Leute einzusetzen, der braucht natürlich Fitness. Und also der hat nicht umsonst beim Klopp eigentlich letztes Jahr gar keine Rolle mehr gespielt. Und auch wenn man unter den oder zwischen den Zeilen hört, was Stöger über ihn sagt, dann scheint dieses Problem nicht ganz behoben. Ich möchte es mal so vorsichtig ausdrücken. Wir hatten ja letztens das, oder der FC hatte das Problem, beziehungsweise Jovic, dass die in Weiß im Regen gespielt haben. Das kennt man als Hobbyfußballer, da sieht man jedes Gramm. Das haben wir auch bei Jovic gesehen. Das sah nicht sehr
vorteilhaft aus. Wer kommt drauf zurück? Ja, man muss dem einen oder anderen Spieler natürlich auch ein bisschen Zeit geben. Ja, das ist einfach so. Es können halt immer nur 10 Feldspieler spielen. Das ist das Problem für einen Trainer. Und Sie haben eben gesagt, der ein oder andere Spieler, Gerhard zum Beispiel, hat gefehlt, aber dafür hat der Vogt gespielt. Ja, Vogt Lehmann. Vogt ist ja auch kein schlechter Spieler. Wenn ich mir vorstelle, wie er den Ball mit der Hacke auf Modest gespielt hat, das war Weltklasse. Das war richtig gut und der Kevin, ich kenne ihn ja aus Bochum, ich habe ihn aus der Amateurmannschaft hochgeholt, dann hat er bei mir in der Zweitligamannschaft, wo wir dann in der Relegation gegen Gladbach verloren haben, hat er jedes Spiel gemacht. Das ist ein richtig guter Spieler und ich kann mich an Spiele vom FC erinnern, wo er 4, 5, 6 Tore super vorbereitet hat. Ja, er hat eben, glaube ich, gesagt, die sind in der Breite mittlerweile richtig gut aufgestellt. Trotzdem hakt es natürlich schon mal bei dem einen oder anderen Spieler, aber dafür hat man ja andere Spieler, die dann in die Bresche springen, die dann spielen. Und der Jozic ist ein guter Spieler und der Peter muss halt versuchen, den wieder hinzukriegen. Vielleicht steht er im Moment nicht so auf ihn, weil er im Training vielleicht, das weiß ich nicht, aber das sind schon mal Gründe für einen Trainer, den Spieler dann nicht aufzustellen, weil er so nicht 100% bei der Sache ist oder weil andere halt im Moment einfach besser sind. Und da muss der Spieler halt dran arbeiten, sich beim Trainer wieder ein anderes Standing zu erarbeiten, gut zu trainieren und dann wird der Peter Stöger ihn auch wieder aufstellen, weil das ist ein guter Spieler. Aber Friedrich, ich glaube, für Peter Stöger ist ja auch so ein bisschen dieser Balanceakt, ne? Der Jovic kann mit einer Ballberührung kann den Spiel entscheiden, aber du kannst natürlich nicht, wenn du eine Mannschaft eigentlich immer nur nach der Prämisse aufstellst, wer gut trainiert, der spielt auch, da kannst du nicht einen spielen lassen, der unter der Woche sich im Training nicht zeigt. Nein. Weil dann funktioniert die ganze Statik nicht mehr. Und ich glaube, das ist genau das Problem. Und wenn dann das weiße Trikot vielleicht mit Spannweite noch ein bisschen da ist. Aber wenn er so beobachtet, dann ist es genau. Ne? Wenn das wirklich der Fall ist, dann sind das vielleicht die Gründe. Und dass man sich im Training zeigen muss, um überhaupt zu spielen, da gibt es keine zwei Meinungen. Vielleicht nochmal ein Zitat von Peter Stöger hier einwerfen. Der hat ja selbst jetzt auch Jovic angesprochen gesagt, er muss an sich arbeiten. An mir liegt es nicht, dass er nicht spielt. Das können Sie mir glauben. Also wenn ein Trainer schon was schon so sagt, dann ist das ja eigentlich ein Warnschuss. Nee, das ist ein Vollschuss. Ne? Also das kann man schon nicht mehr als Warnschuss bezeichnen, oder? Dann kann man nur hoffen, dass er sich diese Worte zu Herzen nimmt und an seiner Fitness arbeitet, an seiner Aufmerksamkeit auf dem Platz arbeitet. Und dass das Trikot demnächst halt nicht mehr so ausgebeult ist. Also ich weiß überhaupt nichts, also von daher, ich weiß, wovon wir da reden. Aber ich bleibe jetzt nochmal bei Ihnen, Friedrich Funkel, weil es gibt noch eine andere Personale, die Sie auch wunderbar beurteilen können, Osako. Osako wird in der Fanszene ein bisschen kritisch gesehen aktuell. Also ich, um Gottes Willen, er ist jetzt hier kein Nubbel, ob das ja auch schon mal vorgekommen ist, es gibt keine Pfiffe, wenn er am Ball ist, überhaupt nicht. Aber es wird schon diskutiert, dass er den Wert, den er eigentlich bringen könnte, dass er den nicht umsetzt. Wie sehen Sie ihn aktuell mit seiner Leistung? Bringt er das, was er bringen kann, oder kann er mehr? Ja, zum Sakko, so haben wir ihn genannt, so habe ich ihn genannt, in München ist schon ein sehr, sehr guter Spieler. Und vom Charakter her einwandfreier Junge und hat ja im ersten Jahr hier auch ein bisschen Anpassungsprobleme gehabt. Hat aber in der Rückrunde, glaube ich, richtig gut gespielt. Und jetzt ist der Konkurrenzkampf natürlich ein Stück weit größer geworden. Haben wir eben darüber gesprochen, wer in der Offensive beim FC alles spielt. Aber trotzdem glaube ich, dass er sich auf Dauer auch beim FC durchsetzen wird. Ne? Er wird vielleicht noch ein bisschen länger brauchen, aber er fühlt sich wohl und hat ja auch schon gute Spiele für den FC gemacht. Und das war ein sehr, sehr guter Einkauf. Und hier stimmt zum Beispiel auch das Preis-Leistungs-Verhältnis. Er hat jetzt nicht ungewöhnlich viel Euro gekostet und er hat gute Spiele gemacht und von der Einstellung her ist der Sakko einfach top. Und von daher bin ich davon überzeugt, er hat ja jetzt auch von Anfang an gespielt, hat vielleicht nicht so gut gespielt wie der ein oder andere und Steigerungspotenzial ist bei ihm mit Sicherheit da. Aber wie gesagt, ich bin sicher, dass der FC an ihm noch viel Freude haben wird. Er spielt ja laufend, also mehr oder weniger hat ja Peter Stöger bestätigt ja das, was Sie sagen,
dass er im Prinzip fast schon Stammspieler ist, so kann man ihn ja bezeichnen, mehr oder weniger spielt er jedes Spiel. Und eben das war manchmal so ein bisschen kritisch gesehen worden. Wir machen jetzt eine kleine Pause. Die Pause wollen wir natürlich nutzen. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, auf ein fantastisches Buch und auf einen fantastischen Film, den man sich hier auch bei Frank Stefan natürlich besorgen kann und auch signieren lassen kann. Diese Werbung müsst ihr jetzt einfach ertragen. Alles klar, wir sehen uns gleich wieder. Macht Jo, bis gleich. Beim FC Stammtisch. Ja, das heißt, es debattiert wieder im Gaflambon, so wie das ist in einem Brauhaus, so muss das sein. Und danke Thomas, dass du mich erinnert hast, dass er noch im Mitschnitt laufen muss. Und Thomas, Personalien hatten wir alles durch oder hast du noch was anzumerken? Ja, eine Personalie hätte ich in der Tat noch anzumerken. Ich weiß, ich glaube, Trainer nervt nichts mehr, Friedhelm, du wirst es sicherlich bestätigen, wenn Journalisten sich irgendwie dreisten, über Personalien zu reden, die nicht immer beim Training sind oder so. Aber eine Sache wundert mich wirklich, ich habe schon oft genug gesagt, dass ich Peter Stöger für den richtigen Mann hier halte, muss man eigentlich auch nicht mehr betonen. Mich wundert die Personalie Sörensen. Sie wundert mich deshalb, weil du hast ein Backup, sage ich mal, mit Marot, der zu Beginn der Saison verletzt war, der letztes Jahr für mich der beste FC-Spieler in der Rückrunde war. Dass er verletzt war, da kann ja keiner was dafür. Dann gehst du mit zwei jungen Leuten, die eigentlich auch so Position 2, 3 eingekauft wurden, gehst du in die Saison. Und die beiden Jungs machen das in den ersten drei Spielen wirklich gut. Da kommt dieses Spiel in Frankfurt, der Meier ist dreimal da, da haben auch schon andere schlecht ausgesehen. Und da finde ich es total richtig, dass man nicht bei der ersten Gelegenheit sagt, so jetzt wechseln wir. Aber wenn ich jetzt sage, 11 Bundesligaspiele plus Pokal in Bremen sind 12, also Meppen rechne ich jetzt mal eher noch als Vorbereitung, dann muss ich sagen, hat Sörensen 4 bis 5 Mal komplett daneben gelegen. In Frankfurt, in Berlin, im Pokal in Bremen, also finde ich, bei allem Respekt vor Uca, den ich übrigens, das weißt du, hier immer als guten Stürmer gesehen habe, aber das ist eine zu einfache Körpertäuschung. Und dann die Fehlpässe jetzt gegen Ingolstadt. Da muss ich sagen, finde ich, wäre jetzt schon mal die Gelegenheit gewesen, auch nach Bremen tatsächlich mal wieder zu sagen, ich bringe mal wieder Marot, denn der hat ja keine Löffel geklaut, der war einfach nur verletzt. So, und dass man einem jungen Spieler Vertrauen gibt, finde ich gut. Das heißt ja nicht, dass du den jetzt abstrafen musst, aber wenn wir wieder dabei sind, und das hat er bisher immer konsequent durchgezogen, Peter Stöger, das Leistungsprinzip, dann finde ich jetzt ganz klar, hätte Marot für mich wieder eine Chance von Anfang an verdient. Sörensen hätte jetzt auch mal einen Platz auf der Bank verdient. Ja. Ich kann natürlich ganz billig sagen, weil alle klatschen, dass der Fan dazu sagt, aber ich frage trotzdem mal. Ja, also ich bin da größtenteils auch beim Thomas. Also Anfang der Saison, als die zwei neuen Innenverteidiger geholt wurden und Wimmer weggegangen ist, Marot verletzt war, hatte ich am Anfang wirklich Sorge, ob die beiden auf Anhieb gut zusammenspielen, ob das in der Innenverteidigung was wird. Am Anfang war ich wirklich positiv überrascht. Also die haben wirklich ihren Job in der Innenverteidigung richtig, richtig gut gemacht. Mittlerweile finde ich genau wie Thomas auch, dass Sörensen so pro Spiel immer einen kleinen bis am Samstag zwei große Lapsus drin hatte. Und am Samstag haben wir eigentlich zum Beispiel kaum Angst und Bange, dass wir irgendein Gegentor kriegen gegen die Hoffenheimer. Bis auf Sörensen, der mir am Samstag wirklich überhaupt nicht gefallen hatte. Als Marot drin war, fand ich, da war sofort wieder Ruhe hinten. Das Spiel wurde komplett von hinten in Ruhe aufgebaut und von da an war mir klar, das geht 0-0 aus oder vielleicht machen wir vorne noch einen. Mittlerweile bin ich auch der Meinung, dass Marot wieder in der Innenverteidigung spielen soll. Ja, das ist interessant. Jetzt bin ich mal gespannt, wie ihr beide das beurteilt. Ich muss natürlich jetzt mit dem Trainer anfangen. Natürlich würde jetzt, man versucht ja immer seine Spieler zu schützen und er hat ihn ja auch jetzt lange spielen lassen. Ich glaube, in der zweiten Halbzeit ging es nicht mehr anders. Er musste ihn einfach auswechseln. Und vielleicht war das dann auch sozusagen schon wieder der Wechsel zurück zu Marot. Könnte durchaus sein, dass er jetzt den Anlass auch sozusagen geboten bekommen hat. Wie kann man so eine Situation, so einen Spieler, wie kann man damit umgehen? Ja, ich glaube, dass man sicher sein kann, dass jeder Trainer und der Peter mit Sicherheit auch sich mehr als einen Gedanken darüber macht, wann er welchen Spieler möglicherweise mal wieder austauscht, richtig ist. Und da bin ich ja auch auf der Seite von Thomas, dass er nach einem extrem schwachen Spiel in Frankfurt, dass er an ihm festgehalten hat. Das war absolut richtig.
Dann hat er, glaube ich, auch wieder ein bisschen konstanter gespielt. Dann kam wieder das ein oder andere vielleicht schwächere Spiel. Und ich glaube, dass Peter sich da auch seine Gedanken gemacht hat, weil mit Marot, das ist ja wirklich ein routinierter Spieler, ein verlässlicher Spieler. Und ich kann das jetzt nicht ganz genau beurteilen, wie das in den letzten Wochen so richtig war. Aber auf den war immer Verlass, schon beim ersten FC Nürnberg. Und jetzt hat er den Anlass halt genommen, und um den jungen Spieler vielleicht auch zu schützen, gerade nach der nicht so guten Leistung jetzt in der ersten Halbzeit, und hat auf Marot zurückgegriffen. Und er hat ja scheinbar, ich habe das Spiel nicht gesehen, hat ja scheinbar sofort wieder richtig gut gespielt, hat für Stabilität gesorgt. Und das ist ja das, was man als erfahrener Spieler dann auch letztendlich machen muss. Und er wird dem Training Gas gegeben haben, er wird sich nicht hängen gelassen haben, denn sonst kann man so eine gute Leistung auf Anhieb in den zweiten 45 Minuten nicht bringen. Und jetzt wird wahrscheinlich dieser Wechsel auch vonstatten gehen. Und wichtig ist, dass der Peter jetzt mit den jungen Spielern spricht. Das wird er machen, und schauen wir jetzt mal, was er am nächsten Wochenende macht. Aber so einen routinierten Spieler in der Hinterhand zu haben, ihn reinzuwerfen, und dann kann man davon überzeugt sein, dass er auch absolut sofort wieder gute Leistungen bringt, das Defensivverhalten stabilisiert. Und ich glaube, gerade im nächsten Auswärtsspiel ist es ganz, ganz wichtig, dass die Defensive hinten gut steht gegen Bayer Leverkusen geht es auswärts, das kleine Derby, das emotionale Derby, und da wir einmal roh mit seiner Erfahrung, das ist ganz wichtig. Wobei, ich bin auch generell dafür, sagt glaube ich auch jeder Trainer, dass man eher mal von Spiel zu Spiel in der Offensive durchwechseln kann als in der Defensive. Ich glaube, in der Defensive, da muss eine Innenverteidigung muss eingespielt sein, die müssen aufeinander abgestimmt sein. Wenn ich da von Spiel zu Spiel sage, heute spielt Marot, dann spielt wieder Sørensen, ist das glaube ich tödlich. Von daher war ich auch dafür, als Sørensen die ersten ein, zwei schlechten Spiele gemacht hat, habe ich gesagt, lass ihn weiterspielen, um die Sicherheit wieder zu kriegen. Nur wenn es sich dann irgendwann wirklich immens häuft oder mehrmals häuft, dann muss man so mal nachdenken und sagen, jetzt nimmst du vielleicht einen Wechsel vor. Darum hat er ja jetzt. Und deshalb hat er jetzt wahrscheinlich auch reagiert, und wie gesagt, aufgrund des bedeutenden Spiels, ich meine, jedes Spiel ist bedeutvoll in der Bundesliga, aber jetzt hier gegen die Mannschaft von der anderen Rheinseite ist es, glaube ich, noch wichtiger, und von daher glaube ich, dass er in dem Spiel eben auch viel Erfahrung setzt. Zu Sørensen, ja, also es ist ja nochmal so, es ist eine extrem junge Innenverteidigung, neue Innenverteidiger. Man wünscht sich eigentlich, dass sie funktioniert. Man wünscht sich, dass Sørensen der beste Innenverteidiger der letzten 20 Jahre wird beim FC. Man darf nicht vergessen, so viel haben sie nicht kassiert. Also Bayern war ausgenommen, also sie haben gegen Hannover 1 kassiert, das ist ganz wahr. Nee, Nachfahren haben wir ja gesagt. Achso, Nachfahren. Gegen Hannover, es war keins. Gut, gegen Bremen, wie Sørensen drauf kommt, Ujas linken Fuß verteidigen zu wollen, das ist mir keiner erklären. Und als er gegen Hoffenheim rausgeht, steht es auch 0-0. Aber man sah ihm einfach an, gerade diese Fehlpässe im Aufbau, da verliert ja wahrscheinlich ein Trainer nicht wirklich die Nerven, aber denkt irgendwann, okay, das weiß ich ja mit, das tue ich mir nicht mehr an, und wechselt den Verteidiger mitten im Spiel, was ja schon ein Ding ist. Aber ich glaube, für den Sørensen bricht die Welt nicht zusammen, der war auch ehrlich als Stammspieler gekauft, der ist extrem jung, ist jetzt voll drin in der Bundesliga, ist angekommen, und ja, ich glaube, der wird schon erstmal noch seine Chance bekommen, irgendwann. Ne? Absolut. Und ich denke, es gibt auch Schlimmeres als einen, ohne ich mal Hose zu sagen, als Ersatz, das traut mich ja gar nicht zu sagen, ne? Also der Mann ist ja wirklich letztes Jahr, kann ich euch nur beipflichten, also absolut top gewesen, vielleicht wirklich der beste FC-Spieler der letzten Saison. Jedenfalls was die Konstanz angeht. So, ich denke, wir müssen mal einen harten Themenwechsel machen, auch mal einen klaren Schnitt, weil ich denke, das geht durch die Bundesliga momentan wie ein Lauffeuer durch. Thema Schiedsrichter, Thema Entscheidungen. Auch der HSV-Fan hat am Wochenende wieder leiden müssen. Genau wie wir. Also dementsprechend, wie eben schon gesagt, wir sitzen in einem Boot. Thomas, du bist ja so nah dran an der Szene, deswegen fange ich mal mit dir an. Was ist los? Ist das Spiel einfach so schnell geworden, nochmal in jedem Jahr nochmal ein bisschen schneller, dass die einfach nicht mehr mitkommen, und jetzt muss endlich der Videobeweis werden? Ich kann mich erinnern, dass es das in den letzten Jahren immer mal gab. Gerade so Oktober, November, da hieß es dann, unsere Schiedsrichter sind schlecht in die Saison reingekommen. Das gab es schon immer.
Was natürlich auffällt, dass eigentlich die Ausstattung und die Augen immer mehr werden. Also wir haben mittlerweile 8 Augen, weil wir 4 Leute da haben. Wir haben Headset und sowas. Und gefühlt werden die krassen Fehlentscheidungen doch mehr. Also das glaube ich schon. Und da muss man... Ich glaube, Christian Heidel hat gesagt, auf dem Headset läuft wahrscheinlich WDR2. Ne? Ja. Nein, das ist ja auch das... Das ist ja auch das, was mich so wundert bei einem Spiel wie hier Köln gegen Hannover. Also dieses Ding, ich will jetzt, das macht ja keiner absichtlich, aber alleine an der Reaktion der Spieler, wenn du selber Fußball gespielt hast auf einem gewissen Niveau, ob an der Reaktion der Kölner und noch mehr an der Reaktion der Hannoveraner, inklusive Andreasen, siehst du einfach, das kann kein Tor gewesen sein. Wenn du dann 4 Leute hast und dann noch nicht mal fragst oder Headset jetzt am Wochenende, das verstehe ich nicht. Und eins muss ich ganz klar sagen. Wenn mir noch einer mit dem Argument kommt, das gleicht sich alles irgendwann aus, da könnte ich wirklich die Wände hochgehen. Fragt mal, das sage ich als HSV-Fan in Karlsruhe nach, ob sich das irgendwann ausgleicht bei der Fehlentscheidung. Das ist lächerlich. Und wenn dann Romantiker kommen und sagen, wir haben doch immer schon diskutiert, ja, wenn du absteigst oder nicht aufsteigst oder die WM-Finale verlierst und 66 erinnert, was willst du denn da diskutieren? Was ist denn das für ein Schwachsinn? Wir haben in jeder Sportart American Football, ne? Eishockey, das geht so schnell. Und wenn ich dann immer höre, das dauert ja so lange, gib jeder Mannschaft pro Halbzeit 2-mal die Möglichkeit, einen Einspruch zu machen, dann wird Video geguckt und fertig aus. Das ist viel, viel fairer. Es geht um so viel Kohle, es geht für viele Menschen um so viel, als immer zu sagen, naja, Ende der Saison wird sich das ausgleichen. Kann ich nichts mit anfangen, wirklich. Nein, Parcours. Ich habe nochmal ein Parcours. Wie stellt sich der Trainer dazu? Ja, ich kann mich der Meinung von Thomas zu 100% anschließen. Das ist in der heutigen Zeit so und das geht so schnell, dass man sich die Bilder nochmal anschaut. Das dauert keine Minute. Das dauert keine Minute. Ja, wenn der vierte Schiedsrichter draußen auch einen Monitor hat, der muss ja nicht nur auf die beiden Trainer achten, ob die mal einen halben Schritt über der Coaching-Zone sind oder sonst irgendwas, sondern er soll sich dann eben auch auf das Spiel konzentrieren. Und wenn man solch eine Szene dann sieht, wie jetzt zum Beispiel, sie ist absolut aktuell in Wolfsburg, das hast du in 20 Sekunden entschieden. Der Schiedsrichter hat gepfiffen, dann sagt er von draußen schon kein Abseits. Oder Abseits, war ja von Schürrle gespielt. Ja? So, dann ist das entschieden. Das dauert keine 20 Sekunden. Ja, und ob das mal eine Elfmeterentscheidung oder sonst irgendwas ist, das dauert keine Minute. Beim Eishockey wird es ja gemacht, da dauert das schon mal 3, 4 oder 5 Minuten. Da fahren die Schiedsrichter runter, gucken sich das an, kommen wieder und so weiter. Beim Fußball sitzt ja schon einer da draußen, der kann da drauf gucken, dann ist das, er sagt ja richtig, die Karlsruhe, die wäre normalerweise heute in der Bundesliga. Ja, und nicht dein HSV. Ja, ja. Ja, das ist so. Wir wären 8 Leute nicht abgestiegen. Ja, da haben wir ja noch nicht über Videobeweis diskutiert, aber jetzt ist es durch die Technik so weit, und keiner kann das besser sagen als Thomas, der ist jede Woche 3, 4, 5 Mal dabei und sieht das alles, und deswegen ist die Zeit einfach reif, das auch umzusetzen. Aber warum wehrt sich denn alles dagegen? Also zumindest beim DFB. Ich meine, der vierte Offizielle hätte endlich mal eine vernünftige Aufgabe und gibt es da irgendwie noch Widerstände? Wo siehst du die? Ich meine, du kriegst ja beim Sportjournalismus ja auch einiges mit. Wo ist denn da, sag ich mal, das eigentliche Problem? Wo ist der Haken? Das ist nur eine Frage jetzt. Ich gehe mal davon aus, dass es in so einem riesigen Verband natürlich eine Menge Beharrer gibt, die immer alles so beibehalten wollen, wie es ist. Was das Zeitargument ist ja tatsächlich, wenn ich mir vorstelle, bei einer Fehlentscheidung, da wird erstmal eine Viertelstunde lang der Schiri gestürmt, alles ist in Unruhe, da wird ein Ball gewechselt, da wird noch geschubst und noch Karten verteilt. In der Zeit kann man sich das alles nur 3-mal angucken und wunderbar entscheiden. Und man kriegt dieses Gefühl, dieses Unrecht kriegt man aus dem Spiel, denn man kennt es doch, man sitzt auf der Tribüne. Ich war damals im Parkstadion, als Olli Held das Ding von der Linie haut. Das habe ich natürlich für den Rest der Spielsubierung getragen. Man sitzt da und man kann nicht still sitzen vor Wut. Und das hat niemals aufgehört. Genau. Und also man wird das Spiel wirklich von ein paar Dingen befreien, die einem nicht weiterhelfen. Ich meine, gut, aber immerhin sind die Engländer für 66 schon bestraft worden. Das darf nicht. Ja, aber trotzdem, zum Beispiel gestern. Also erstens mal,
hätte mein HSV einen Elfmeter kriegen müssen. Und ich sage zum Beispiel, dieser Elfmeter für Hannover, den finde ich, den kannst du geben. Und selbst wenn dann der HSV einen Einspruch macht und sagt, okay, war das einer oder nicht, dann ist der vierte Friedhelm sagt, mir kann auch der eine Linienrichter noch dazu kommen. Und wenn die beiden dann nach Ansicht der Bilder sagen, den kann man geben, darüber kann man immer diskutieren, darum geht es ja auch gar nicht. Den kann Entscheidungen wird es immer geben, das gab es beim Eishockey auch, Friedhelm ist ja großer Eishockey-Fan in Krefeld, da gibt es manchmal Schlittschuh-Abseits, ist der schon da drüber und so, aber das sind Entscheidungen, da mache ich überhaupt niemandem einen Vorwurf. Aber wenn du mit der Hand einen Ball ins Tor schlägst oder so Sachen wie jetzt mit Schürrle, oder der Ball ist klar, wie hier in Südafrika, der Schuss von Lampard, einen Meter dahinter, das ist doch, also ganz im Ernst, das hat doch nichts mit Gerechtigkeit zu tun. Es soll doch der dann gewinnen, der Bessere ist. Und dieses Argument zeigt, ich kann es echt nicht mehr hören. Friedhelm hat vollkommen recht, das geht noch viel schneller als beim Eishockey, das Ganze. Und da funktioniert es wunderbar. Ja. England war die kleine Ausnahme wegen Wembley, aber okay, im Prinzip hast du natürlich recht. Ich muss natürlich jetzt den Präsidenten hier fragen. Du bist ja der Fan. Also ich meine, es gibt die Fans, die sagen, nein, ich möchte das kleine bisschen Romantik, was es noch gibt, noch haben. Wobei, eigentlich gibt es die Romantik sowieso in diesem modernen Fußball nicht mehr. Aber ich würde deine Meinung hören. Wie stehst du zu der ganzen Thematik? Also generell bin ich auch Fußballromantiker schlechthin. Allerdings muss ich bei dem Thema sagen, bin ich klar mittlerweile für den Videobeweis. Und ich finde generell aber auch, dass dieses Thema Technik, Reinnahme im Profisport oder im Fußballsport im Prinzip falsch aufgerollt worden ist, nämlich von der falschen Seite. Es wurden riesen Bohaiten gemacht und die Torkamera kommt, jetzt können wir die Tore endlich beurteilen, ob der Ball drin war oder nicht. Das sind 1, 2, 3 mega strittige Entscheidungen im Jahr, mehr ist das nicht. Wenn ich den Videobeweis hätte, hätte ich quasi beide in einem. Dann brauche ich die Torkamera nicht aufbauen, weil ich direkt mit dem vierten Offiziellen draußen und eventuell, wie er sagt, diesen Richter dazu nehmen, direkt entscheiden kann, der Ball war drin oder war nicht drin. Dafür gibt es heute, wie viele Kameras sind pro Spiel im Stadion. Genügend könnte man beides in einem direkt beurteilen. Also mittlerweile bei der Häufung der Fehlentscheidungen bin ich klipp und klar dafür auch mittlerweile. Und wenn man, wie ja auch vom DFB manche sagen, wo fängt man an, wo hört man auf, in welcher Liga? Wir haben in Deutschland 3 Profiligen, dann sage ich klipp und klar, Profiligen, 1., 2., 3. Liga, da macht man den Videobeweis, weil da gibt es im Endeffekt richtig gute Kohle. In den unteren Ligen mittlerweile auch schon ein bisschen, aber Profiligen, Videobeweis einführen, definitiv. Ich habe gerade auch dieses Ding, es wird halt immer diese keine Entscheidungen geben, aber so ein Ding, wie vor André Hasen, wenn ich das in der Zeitung sehe, ich meine, ich habe doch gar keinen Bock darüber zu diskutieren, da steht man da, zuckt mit den Schultern und sagt, ja, er sieht es nicht, ich begreife es nicht, Punkt, ist ja auch die Diskussion zu Ende. Ja, das aber, dann verstehe ich ja zum Beispiel nicht, letztes Jahr Pokalfinale, Dortmund gegen Bayern, ne? Hummels, steht 0-0. Also alleine, wenn du am Fernseher sitzt, ich habe vom kleinsten Fernseher gesessen, den es gab beim Grillen, allein wie der Dante steht, der muss drin gewesen sein, das erkennst du, wenn du irgendwann mal gegen die Kugel getreten hast. Da frage ich mich tatsächlich dann auch, warum das vier nicht sehen, aber das will ich alles noch. Aber da geht es um ein Pokalendspiel, da geht es um ein Pokalfinale. Und die Bayern sagen nachher, ja, wir waren über 90 Minuten die bessere Mannschaft. Ja, waren sie vielleicht, aber in der 70. Minute das Tor für Dortmund fällt, geht das Ding anders aus. Und das kann doch nicht wahr sein. Also worüber reden wir denn jetzt hier? Ja, wir reden halt über diese Sache mit dem Videobeweis. Und hoffen natürlich, dass wir noch was passiert. Und hoffen, dass da mal irgendwann was passiert. Aber es ist nun mal so, wie es ist. Ich meine, jetzt sagt Jörg Schmack, ja zum Beispiel, müsste einen runden Tisch einberufen. Ich stelle mir das lustig vor. Ich meine, wir können das auch gerne hier machen. Wir haben jetzt noch keinen runden Tisch, aber ein Stammtisch könnte auch ganz gut passen. Aber letztendlich gehen dann nachher doch wieder alle auseinander und sagen, klar, wird sich alles ändern und bessern und bleibt alles wie es ist. Bringt nichts, oder? Was soll sich da ändern, wenn die Sportdirektoren, die Trainer, die Schiedsrichter, vielleicht der eine oder andere Spieler sich an einen runden Tisch setzen? Was soll sich da ändern? Was soll sich da ändern? Was wollen die besprechen? Ja? Das Einzige, was hilft, ist der Videobeweis. Das ist das Einzige, was hilft. Ja, nochmal, das hat er in der ersten Emotion gesagt. Der ist ja normalerweise, ist Schmadi ja sehr nachdenklich und bevor er was sagt, überlegt er und ruhig und so weiter. Kennen wir ja alle, das ist, tut dem FC aber gut. Aber in der Situation sich an den runden Tisch setzen, dann gucken die beim nächsten Mal auch nicht besser.
Ja. Man hat ja auch gemerkt, dass mittlerweile auch die Entspanntheit, selbst bei unseren Kölnern, der Entscheidungsträger Stöger und Schmatke langsam weich. Also der Stöger ist gut durch da ziemlich angefressen und kann das Thema mittlerweile nicht mehr hören. Und mittlerweile kommen solche Sprüche wie, ja, ne, das Handspiel ist in Köln neu definiert worden. Aber gut, du wolltest noch was zur Thematik sagen, weil wir müssen langsam. Also ich kann es nicht so beurteilen, wie es Friedhelm Funke vielleicht, der öfter in der Seitenlinie steht wie ich, aber was mir so in den letzten Jahren bei den Schiedsrichtern generell auch auffällt, ist dieses ja, fehlende Fingerspitzengefühl oder auf die Spieler zugehen, wo man die Schiedsrichter immer darauf hingewiesen hat. Also ich finde, die werden in den letzten Jahren eher distanzierter und manchmal sogar arroganter den Spielern gegenüber. Wenn ich die Situation gegen Hannover zum Beispiel nehme, mit Hannover, wenn 11 Spieler der Kölner Mannschaft auf mich zugestürmt kommen und nicht vereinzelt mal reklamiert wird, wenn die wild auf mich zustürmt und der Risse, man saß im Fernsehen noch und sagt, dann frag ihn doch. Und er dann sagt, nein, ich habe es klar gesehen. Also als Schiedsrichter kann ich da die Schulter ganz leicht vor mir nehmen, gehe zum Spieler hin, frage ihn, hast du mal mit der Hand gespielt, ja oder nein. Wenn er dann sagt nein, dann habe ich alles als Schiedsrichter unternommen, um die Situation eventuell aufzulösen. Zumal jetzt noch dazu, die kommt, um das zu stützen, das hat ja auch Peter Stöger gesagt, der Schiedsrichter, der gegen Hannover, auch der Linienrichterassistent, ich sage mal noch Linienrichter, demnächst schon wieder gepfiffen hat. Wir haben am letzten Stammtisch noch debattiert mit Olaf Janssen, du erinnerst dich, dass wir noch gesagt haben, eigentlich müsste der Schiedsrichter jetzt gesperrt werden. Im Gegenteil, der kriegt jetzt noch Spiele und pfeift weiter. Also vor allen Dingen, Stefan, Entschuldigung, alle deine Einlassungen, bin ich sehr mit einverstanden, aber trotzdem, Risse sagt, frag ihn doch, klar kann er ihn fragen, aber da muss ich wirklich sagen, das sind 4 im Stadion, das haben 50.000 gesehen. Das ist auch nicht die Aufgabe von Andreas, um dann zu sagen, ich habe den so reingemacht, sondern das ist die Aufgabe der 4 Männer, das zu sehen, muss ich ganz klar sagen. Und wenn wir sagen, Sörensen muss mal einen Fehler auf die Bank, dann müssen die vieles dann auch auf die Bank. Was passiert beim DFB? Ja. Was dann passiert beim DFB, wird überlegt, wie man jetzt vielleicht Stöger und Schmatke bestrafen kann oder naja, wie auch immer. Wir werden es wahrscheinlich erstmal noch nicht ändern können, aber ich glaube, die Diskussion ist schon weitergegangen. Also irgendwann könnte der Videobeweis kommen. Vielleicht erleben wir es ja noch. Ja, in diesem Sinne machen wir jetzt mal eine kleine Pause, kommen gleich wieder. Dann werfen wir natürlich unter anderem noch einen Blick auf das kleine Derby oder das Derby live, wie manche sagen, gegen Bayer Leverkusen und den netten Herrn Schmidt. Also bis gleich. Ciao. Zurück beim FC Stammtisch. Ja, macht richtig Spaß hier heute, habe ich schon mal erwähnt, aber ich kann es nochmal erwähnen, hier im Gaffel am Dom zurück zu sein, das ist einfach eine Riesensache und ja, wie gesagt, wir sind wieder zu Hause. Wir müssen aber jetzt über das nächste Spiel sprechen und ich denke, da ist natürlich Friedhelm Funkel, es geht um das, wie eben schon erwähnt, kleine Derby oder letzten Endes ist es natürlich auch ein Derby, weil es ja von der Nähe her unbestritten recht nah dran ist. Leverkusen. Ich meine, der 1. FC Köln in Leverkusen hat nicht oft gut ausgesehen und mal 4-1 geholt, noch nicht lange her, ne? Aber auch letztes Mal ist richtig Prügel gegeben. Wie kann der FC denn da am besten, am ehesten bestehen? Wieder den Bus parken oder gibt es andere Möglichkeiten? Also beim letzten Mal hat es ja auch nur Prügel gegeben, weil ich schiedsrichter Entscheidung gegen den FC gesprochen habe. Das ist eine andere habe ich in meinem Gedächtnis auch. Und wenn damals der Leno vom Platz geflogen wäre, das war der Elfmeter, dann wäre das Spiel anders ausgegangen. Ja, also das war am Rande. Nein, ich glaube schon, dass der FC da eine gute Chance hat zu punkten, auch zu gewinnen. Das muss man abwarten. Aber Bayer Leverkusen hat noch ein schweres Spiel im Laufe der Woche in Rom und mit den ganzen Reisestrapazen. Die haben in den letzten Wochen wirklich viel gespielt und der FC ist frisch, ausgeruht, hat keine lange Anreise. Es sind sehr, sehr viele Fans da, es wird sehr emotional werden und von daher glaube ich, dass der FC dort durchaus eine Chance hat zu punkten. Stellt sich die Frage wie? Und der Christian sieht so aus, als wenn er die Frage dringend beantworten möchte und jetzt schon eine Idee hat, aber Rosina Modest und Finne spielen lässt, nee, jetzt mal ernsthaft. Also personaltechnisch würdest du sagen, wie immer, oder gibt es auch mal eine andere Überlegung? Wir sind ja hier beim Stammtisch unter uns und können mal überlegen, ja, ich sag mal auch ein bisschen spekulieren, wie es laufen könnte. Ja, spontan würde ich sagen, Trainer fragen, ne? In dem Fall. Nein, genau.
Nein, also erstens, ich mag keine Derbys grundsätzlich nicht, weil das irgendwie der Ertrag ist irgendwie, also man macht sich voll total verrückt und verliert dann doch. Und darum, mich machen Derbys total fertig. Also ich freue mich einfach nicht drauf. Ja, das stimmt. Nein, ich glaube, in der Defensivtaktik kann man gegen Leverkusen bestehen, weil die nun mal natürlich stark sind, aber nicht so überragend. Also wir haben nun mal gesehen, wie die mit ihren Chancen umgehen. So, darum mit der Innenverteidigung Maro 1 kann ich mir gut vorstellen, dass man da lange die Null hält. Ja, und muss man mal schauen, ob Bittencourt spielen kann. Also, ne, dass man diesen Faktor Tempo drin hat. Vielleicht ist da ein Konter drin, aber ich bin jetzt nicht hoffnungslos vor dem Tor. Und die Aufstellung? Vorne? Sturm? Ja, also ich würde es ehrlich gesagt in Leverkusen nicht mit zwei Spitzen spielen, zumal mich jetzt aber auch bei aller Sympathie gegen Hoffenheim dieses Zwei-Spitzen-System mit der zwei sehr ähnlichen Spitzen, wo ich irgendwie das Gefühl hatte, dass die Aufgabenverteilung nicht so ganz klar war, hat mich jetzt nicht umgehauen. So, darum, also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Leverkusen mit zwei Spitzen spielen. Das hört sich jetzt ein bisschen lustig eigentlich an, nachdem sie 4-4 gegen Rom gespielt haben und 4-3 gegen Stuttgart gespielt haben, aber Leverkusen hat in diesem Jahr tatsächlich Probleme mit dem Toreschießen. Kann man sich eigentlich angesichts der Hochkaräter vorne gar nicht vorstellen. Aber es fehlt natürlich im Moment jemand wie Kiesling, der hat früher 15 bis 20 Tore gemacht, der ist nicht mehr gesetzt. Das heißt, die haben viele Torchancen, aber sie machen sie oft nicht rein. Und das ist ja genau eigentlich die Taktik. Du musst hinten gut stehen, du musst versuchen, vorne nach einen Stich zu setzen, und dann werden die natürlich auch ein bisschen nervös werden. Wir müssen hier nicht über individuelle Qualität reden, die ist sehr hoch bei Leverkusen, aber sie haben in der Tat in diesem Jahr offensive Probleme, und Friedhelm hat es absolut richtig gesagt, das wird natürlich auch Körner kosten, wenn du jetzt in Rom spielst, da geht es um Platz 2 in der Champions League, der FC kommt ausgeruht dahin, also da ist schon was drin. Fan? Ja, geht mal weiter. Also generell fand ich, genau wie Friedhelm Funk auch sagt, dass die letztes Jahr in Leverkusen nicht schlecht, beziehungsweise eigentlich recht gut und auch vor allem clever angefangen haben. Erstmal hinten drin stehen, den ersten Ansturm der Leverkusen dann erstmal versuchen, irgendwie abzuwiegeln. Dann zweimal wirklich falsch nach vorne gekommen sind, langer Ball und flacher Ball steil nach vorne gespielt, wo dann direkt Leno rauskommt und es eigentlich dann zweimal Elfmeter geben muss. Und wenn der zweite Elfmeter dann kommt, und dann kam auch das blöde 1-1 dazu, wo Horn und die rote Karte noch kommen wäre. Dann kam das Gegentor, wo Horn den Freistoß vorne abklatschen lässt. Dann sind das irgendwie so zwei Nackenschläge, die man irgendwie verkraften muss. Und das war eigentlich das einzige Spiel vom FC letzte Saison, wo sie nach dem Rückstand wirklich eingebrochen sind. Und war blöderweise ein Derby, aber war eigentlich das einzige Spiel. Und wenn sie genau so clever auch anfangen, erstmal defensiv hinten stehen, und ich glaube, da wäre auch Maro als erfahrener Spieler richtig gut, wenn der hinten spielen würde, defensiv gut stehen, Nadelstiche nach vorne, dann könnte auch noch ein Punktblock drunter. Ja, wird ja alles, recht optimistisch. Ich würde mal gerne mal jetzt vom Trainer wissen, ob es war Thorsten Kienhöfer, der da gepfiffen hat. Das vergesse ich auch so schnell nicht, aber der hat es ja schon in Augsburg mal so richtig schön verpfiffen. Christian, erinnert sich, da haben wir, glaube ich, damals hier an diesem Stand sich mal darüber diskutiert. Aber der Mann ist ja jetzt nicht mehr aktiv, aber er hat ja wohl den Nachfolger gefunden. Trotzdem möchte ich von Rickmann Funkel jetzt mal wissen als Trainer, gerade jetzt so ein Derby. Das hat ja auch für den Trainer ein bisschen was. Ich meine, man kriegt ja mit, wie das Umfeld so drauf ist. Und jetzt muss man natürlich auch noch erwähnen, der Peter Stöger musste sich ja beim letzten Derby auch ein paar nette Sprüche seines Kollegen anhören. Der Schambolzen Roger Schmidt hat ja da in der Hinsicht sich auch geäußert, dass er so einen Fußball nicht spielen lassen möchte. Spielt das bei dem Trainer auch noch im Hinterkopf eine Rolle? Ich meine, Peter Stöger ist ja normalerweise sehr sachlich, aber ich glaube, der kann auch anders. Ja, der Peter hat ja super darauf reagiert, und ich muss einfach sagen, das macht man nicht als gegnerischer Trainer, und ich glaube, dass der Schmidt das auch mittlerweile bereut hat, denn so spielt man kein Fußball, das sagt man nicht. Mittlerweile glaube ich das schon. Denn Peter hat mit seiner Mannschaft, man darf nicht vergessen, der FC war Aufsteiger, und jeder versucht mit seiner Mannschaft das Bestmögliche zu erreichen. Und das geht nicht immer mit Hurra-Fußball. Und
gerade im letzten Jahr, wir haben uns eben kurz darüber unterhalten, der FC war nie in Abschiedsgefahr. Der FC hat im ersten Jahr nach dem Aufstieg eigentlich fast alles richtig gemacht. Und dann fahre ich nicht nach Leverkusen oder auch in Spielen vorher und spiele offensiv, laufe ins offene Messer und lasse mich permanent abschlachten. Das hat der FC im letzten Jahr außer dem Spiel in Leverkusen, das, was du gerade gesagt hast, das lief halt sehr unglücklich. Ansonsten waren die Ergebnisse immer sehr, sehr eng und waren auch der Garant dafür, dass sie im letzten Jahr diese gute Saison gehabt haben. Und im Hinterkopf, das spielt vielleicht im Hinterkopf ein bisschen eine Rolle, indem ich dann nicht ganz so euphorisch auf meinen Trainerkollegen zugehe, den ich ganz so herzlich begrüße vielleicht, weil er im Vorfeld halt einfach Mist erzählt hat. Ja, dass man misst und das gehört sich einfach nicht. Aber der Peter ist super damit umgegangen und das wird er auch in diesem Jahr. Und nochmals, der wird die Mannschaft so einstellen, dass das überhaupt keine Rolle mehr gespielt hat, was der Schmidt da im letzten Jahr mal gesagt hat. Okay, aber wir kennen das ja, dass in der Berichterstattung so ab Mittwoch, Donnerstag, so langsam wird sich da eingeschliffen. Da geht es dann los. Nimmt man ja auch mit, das ist eine gute Sache, ich bleibe jetzt mal bei Ihnen. Nimmt man das als Trainer auf und macht die Mannschaft damit heiß oder macht man genau das Gegenteil, um jetzt nicht noch mehr zu überpacen? Ja, das kommt auf die Situation an, je nachdem, was von der anderen Seite kommt. Natürlich nimmt man das ein oder andere auf, was möglicherweise auch in den Medien geschrieben wird, gerade eben auch in der Boulevardpresse. Das nimmt man manchmal dankbar auf, wenn man auch weiß, dass es vielleicht nicht immer so stimmt, wie es da steht. Aber trotzdem nimmt man das auf, hängt vielleicht den einen oder anderen Spruch vom gegnerischen Trainer oder von irgendeinem Spieler, Mannschaftsführer oder sonst irgendwas, nimmt man schon wahr und nimmt das dann mit auch in die Mannschaftsbesprechung und versucht seine Spieler da eben zusätzlich zu motivieren. Ja, das gibt es schon. Kann man also mitspielen. Jetzt, Thomas, jetzt bist du natürlich bei Sky auch einer derjenigen, die, ich weiß nicht, ob du eingeteilt bist für das Spiel. Nein, bin ich nicht. Wird dir ein schönes Stadion entgegengehen. Aber nein, jetzt mal ernsthaft. Ist das jetzt auch so ein Ding, wo ihr auch von den Medien im Vorfeld sagt, Mensch, das ist ja ein Spiel, da müssen wir uns jetzt auch sehr stark drauf konzentrieren und fokussieren und auch die Meinungen, die da im Vorfeld rüberkommen, auch dementsprechend, ich sage jetzt nicht aufbauschen, aber ein bisschen nach vorne bringen? Also grundsätzlich ist es so, dass wenn wir bei Sky in der Redaktionskonferenz sitzen, gibt es rund um den FC jetzt im Moment natürlich ein Spiel, das dann im Fokus ist. Das ist das richtige Derby, das ist gegen Gladbach, das muss man ganz klar sagen. Da gibt es drei in der Bundesliga, das Westfalen-Derby mit Dortmund gegen Schalke und dann noch Derby HSV gegen Werder. Das sind die drei großen Derbys. Ich sehe das, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mittlerweile sehe, wer in der Bundesliga ist, Hoffenheim oder Wolfsburg, dann ist, das mag der ein oder andere hier nicht hören, dann hat Leverkusen für mich fast schon eine gewisse Tradition, weil die auch schon seit den 70er Jahren dabei sind, muss man jetzt auch mal sagen, und da kannst du eigentlich auch ganz nett arbeiten von Sky, aber ein Spiel Leverkusen-Köln, das ist jetzt bundesweit, wir nennen es hier Nachbarschaftsduell oder sowas, also da hält sich im Vorfeld diese Derby-Dramatik ein bisschen zurück und ich muss auch ganz ehrlich sagen, auch wenn du das nicht so gern hörst, Ralf, ich habe mit Roger Schmidt schon ein paar Mal Interviews gemacht, also der weiß schon genau, dass das letztes Jahr nicht richtig war. Der hat das auch eingesehen und da wird dieses Jahr von ihm, glaube ich, auch kein Öl mehr reingegossen. Der hat da einfach irgendwas in der Pressekonferenz gesagt, was nicht richtig war. Aber das ist jetzt nicht grundsätzlich einer, der immer durch die Gegend läuft und über andere redet. Damit würde man ihm nicht ganz gerecht werden. Und ich glaube, das war auch das Rückspiel schon in Köln mittlerweile. Da war er auch schon viel defensiver. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Peter Stöger das heute nochmal rausholt. Also Bei allem Respekt, der wird sich auf seine Mannschaft konzentrieren. Die werden sich nicht um die Arme fallen, wie die Fanny Friedhelm sehe vor dem Spiel, wäre das bei uns so. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt noch eine Rolle spielt. Nee, ich nehme da auch nur das auf, was in der Fanszene, weil die sehen das ja nicht. Die haben nicht die Möglichkeit wie du, da reicht man das auch mal auf the record so erleben, dass der vielleicht im Hintergrund, er verkauft sich halt so ein bisschen so, naja, ich sag mal, es wirkt ein bisschen überheblich. Und der Spruch damals war blöd, und ich sehe auch ein und glaubt ihr das auch vollständig oder was, ich sage mal, im Hintergrund dann auch bedauert hat, nach außen wirkt es nicht so. Fragen wir nochmal den Fan. Ich meine, wie gehst du in dieses Spiel rein? Ist es dir mehr oder weniger egal, ob es Leverkusen ist, das ganz normal drei Punkte? Oder läufst du anschließend nackt um den Dom rum, wenn wir gewonnen haben? Also das mache ich unabhängig vom Spiel ausgehen definitiv nicht. Also es ist, du
für mich auch ein kleines Derby. Also für mich gibt es wirklich nur ein Derby pro Saison, das ist gegen Gladbach. Da wird auch nie irgendwas anders sein. Das ist das oder die Mutter aller Derbys mit in der Bundesliga. Klar, durch die Nähe der beiden Städte ist natürlich, wie Thomas sagt, ein Nachbarschaftsduell und in gewisser Art und Weise ein Derby, weil die Fanrivalität definitiv auch da ist. Ich gehe generell mit einer positiven Grundhaltung ins Spiel, weil wenn ich sehe, dass ich Leverkusen gegen Darmstadt, gegen Mainz, die auch erstmal aus der defensiven Abwartenhaltung gekommen sind, immens schwer getan hat, dann habe ich eigentlich bei der doch Klasse, die wir an Innenverteidigern haben, mit Marot, mit Heinz, Außenverteidiger Hector, Risse wahrscheinlich wieder auf rechts, doch bin ich recht optimistisch, dass wir den standhalten können und vielleicht nach vorne einen oder anderen Nadelstich setzen können. Also ich freue mich drauf. Wir freuen uns, glaube ich, alle drauf. Also dir. Er freut sich nicht drauf, aber trotzdem muss ich ihn natürlich noch fragen. Das ist so eine Sache, da bin ich von vielen drauf angesprochen worden. Christian Böhr, muss man dazu wissen, war ja eine Zeit lang raus aus dem Stadtanzeiger Sport, freiwillig und auch ganz gewollt und auch mit einer, ich sag mal, naja, man ist so ein bisschen die Treppe raufgefallen. Ne? Also muss jetzt, ja genau, also man wurde hinaufgehoben. Wie auch immer, auf jeden Fall ist er jetzt wieder zurück. In der Zwischenzeit hat er sein Fan-Sein, also sein Fan-Dasein ausgelebt in einem Blog, der heißt oder hieß, wir waren klar besser. Und zwar grundsätzlich besser, auch wenn wir 4-0 verloren haben. Also wir waren immer grundsätzlich klar besser. Viele Fans wünschen sich das zurück, weil der Mann hat eine geniale Schreibe. Und ich befürchte, aber jetzt, wo du wieder zurück bist in der Sportredaktion, auch noch als stellvertretender Leiter, wird schwierig, oder? Ja, ziemlich schwierig. Also es ist, es war tatsächlich für mich so ein Abklimmbecken, um auch so ein bisschen sich dieses Fansein wieder zurückzuerschließen, weil man einfach dieser Mythos, der leidet, Thomas weiß das, wenn man das alles so ein bisschen aus der Nähe miterlebt. Völlig konsequenterweise bin ich jetzt zurück im Sport. Ich hätte jetzt vor einem Jahr auch nicht gedacht. Aber nee, das passt natürlich nicht zueinander. Zumal ich auch, man erlebt, wenn man in Block O15 mit seinen Freunden sitzt, erlebt man auch andere Dinge, als wenn man auf der Pressetribüne sitzt. Und also ehrlich gesagt, man erlebt relativ wenig, wenn man da beruflich ist bei so einem Spiel. Also das wäre auch, glaube ich, sehr langweilig, darüber zu schreiben. Vor allem ist es halt sehr unlustig. Wenn ich halt mit meinen Kumpels ins Stadion gehe, dann ist das in der Regel eher lustig und dann kann man das auch aufschreiben. So darum, den Blog wird es nicht mehr geben, zumal, und das unterschätzt natürlich auch alle, dass, ich sage mal, es steckt sehr, sehr viel Arbeit hinter diesem Quatsch und die Leute sehen nur den Quatsch, was auch gut ist, ne? Aber man braucht schon ein paar Stündchen dann, um das zu pflegen, das ist ja reines Hobby. Und hinzu kommt Thema Fan sein. Ja, ich habe das jetzt 5 Jahre lang volles Rohr wieder ausgelebt, war auswärts. Bin spontan mit dem Kumpel nach Rio zum Finale geflogen. Und da muss ich echt sagen, dass zum Beispiel in Rio, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass auf dem Rückflug von Rio ist so das zum Eindruck hatte, dass meine Reise als völlig verrückter Fußballfan so zumindest ein bisschen dort geendet ist. Natürlich bin ich da extrem leidenschaftlich, was Fußball angeht. Genau. Ja, habe mich wirklich 3 Monate lang beschäftigt. Und ja, ich glaube, jetzt habe ich so ein Gleichgewicht gefunden, dass ich noch sehr im Sport hänge und im FC natürlich hänge, aber trotzdem darüber berichten kann. Wir freuen uns aber trotzdem auf deine Schreibe, die du ja natürlich dann auch noch weiter ausleben darfst, indem du demnächst die Artikel schreibst. So, ich muss euch allen jetzt natürlich noch einen Tipp abnehmen, weil der SFC Köln spielt ja in Leverkusen und muss da natürlich was holen und dementsprechend erwarte ich jetzt auch Tipps in der Richtung. Ich will aber keinen beeinflussen. Also bitte. Ja, ich glaube in der Tat daran, dass der FC große Chancen hat, dieses Spiel zu gewinnen und tippe 1-2. Natürlich gerne hin. Das ist der Thomas, ich weiß nicht, wer das top will, aber vielleicht will er jetzt auch den Kontrapunkt setzen und endlich mal ein paar Pfiffe hier haben. Nee, ich habe eben schon im Mumm gehört, als ich Schmidt ein bisschen verteidigt habe. Ja. Ich möchte niemals Friedhelm Funkel toppen, einen der besten und sympathischsten Trainer, die ich jemals getroffen habe. Ich sage 1-1, aber ich denke, das ist auch okay, oder? Naja. Ja, Stefan, du hast jetzt auch die dankbare oder undankbare Aufgabe, deinen Tipp abzugeben, bitte.
Ja, ich wollte eigentlich auch 1-1 tippen, aber dann erhöhe ich mal auf 2-2, 89 Minuten noch Modest, unberechtigter Handelfmeter. Ja, gut. Ja, jetzt wird es für Christian natürlich schwer, aber du kriegst trotzdem noch einen Tipp, bitte. Ich sage es mal ganz defensiv 0-0. Ist drin. Wahrscheinlich, das ist das wahrscheinlichste Ergebnis, okay, dann nehme ich gerne mal mit. Ich sag mal 3-2 für den ersten FC Köln und hoffe, dass es aufgeht. Wer jetzt hier richtig getippt hat, kriegt von mir, also zumindest dieses kleine 5-Liter-Fläschchen, da drehen wir sicher hin. Also das gibt es immer, wenn hier einer gewinnt. Thomas, das dauert schon mal ein bisschen, aber es kommt dann meist. Eingeleitet, ein bisschen Bescheid. Ja, dann habe ich mich zu bedanken. Es war eine riesen Rückkehr, es hat mich unheimlich gefreut, wieder hier zu sein. Ich glaube, das erwähnte ich bereits, aber ich erwähne es gerne nochmal und bedanke mich ganz besonders bei meinen Gästen, bei natürlich Friedhelm Funkel, bei Christian Löhr, bei Thomas Wagner, bei Stefan Feld und bei euch, bei allen. Wirklich, riesen Dank, dass ihr heute hier wart. Wir sind wieder da. Bis dahin, Michael, und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Ciao.